Liebe Kinder, am heutigen Tag nach Christi Himmelfahrt betet die Kirche weltweit die sogenannte Pfingstnovene. Eine Novene ist ein neuntägiges Gebet und Jesus hat zu seinen Jüngern und zu seiner Mutter Maria und den anderen Frauen gesagt, bleibt in Jerusalem und betet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Und 9 Tage später, tatsächlich am Pfingstsonntag, wurde die Kraft des Heiligen Geistes ausgegossen über die Apostel und alle, die anwesend waren. Und sie konnten plötzlich Sprachen sprechen, die sie nie gelernt hatten. Bitten wir in dieser Novene Maria, die Braut des Heiligen Geistes, darum, dass sie für uns um ihren Bräutigam, den Heiligen Geist, bitten möge, dass wir erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Ich zeige euch noch die wunderbare Aussicht, heute wieder wunderbar. Ein Sonnenfenster. Leider wird es die kommende Pfingstnovenenwoche nicht besonders schön werden, also vom viel Regen, wenig Sonnenschein. Dafür haben wir umso mehr Zeit zu beten. Ihr seht hier die Bregenzer Ach, Kennelbach, dahinter Wolfurt, dann Maria Bildstein im Hintergrund, diese Kirche. Dort ist im 17. Jahrhundert die Mutter Gottes, 2 Buben erschienen. Es ist eine Basilika mittlerweile. Hier seht ihr das Rheintal, Schweizer Hälfte, österreichische Hälfte, Walzenhausen und die Kletterwand. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Auf Wiedersehen.